Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und dieses Mal, ihr hört schon, das Auto läuft schon warm, beziehungsweise wird das Auto schon mal vorgekühlt innen drin, denn ich nehme euch mit auf einen Roadtrip, wohin es geht und was überhaupt jetzt passiert, das erkläre ich euch auf der Fahrt. Erstmal herzlich willkommen und jetzt heißt es einsteigen und losfahren. Das da ist, wo meine Amerika-Reise begonnen hat. Die geht jetzt weiter, aber das Kapitel Club ist geschlossen. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wo fährt er denn hin? Also, ich sage erstmal so viel. Es sind einige Zwischenstopps eingeplant. Wenn man durchfahren würde, würde man, ich glaube, 36 Stunden fahren. Es geht einmal von Ost direkt nach West, direkt nicht, denn es sind ein paar Zwischenstopps geplant. Erster Zwischenstopp ist bei Brandon Scher, Trainer, ein ehemaliger Trainer von hier, der auch aufgehört hat hier, und der wohnt in Arkansas, also relativ mittig von Amerika, und da ist jetzt der erste Stopp und ja. Falls ich was Interessantes auf der Fahrt sehe, werde ich es euch natürlich zeigen. Und ja, ich gucke mal ein bisschen aus dem Fenster, so für die nächsten 15 Stunden. Wir sind 8 Stunden schon gefahren, sind im dritten Bundesstaat. South Carolina, North Carolina, Tennessee. Und in Tennessee, wo ich jetzt gerade bin, gibt es eine richtig geile Stadt. Ich glaube, das ist sogar so ein bisschen meine Lieblingsstadt, Nashville. Also, wer da noch nie war und so ein bisschen Fan von Live-Musik ist, sollte da definitiv mal hin. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und ja, an sich das ganze Flair hier ist der Flair, das, die ganze Atmosphäre hier ist echt geil und ja, lohnt sich auf jeden Fall mal herzufahren. Bundesstaat Nummer 4, Arkansas. Ja. Aber irgendwie nimmt die Fahrt kein Ende. Und ich bin noch nicht mal. Ich habe schon ein Viertel der Strecke geschafft, glaube ich. Das ist in Deutschland doch etwas bequemer. Von Ost nach West zu fahren. Und kurz vor der Grenze zwischen Arkansas und Tennessee war eine riesengroße Pyramide zu sehen, die in Angelladen ist. Also, ja. Und diese Pyramide ist die 10. größte Pyramide der Welt. Und sie ist in Angelladen. Vielen Dank an Max mit seinem Hintergrundwissen. Verrückte Welt. Ja, so viel zum unnützen Wissen und ich fahre weiter geradeaus. Neuer Tag und dieses Mal ohne Auto oder zumindest nicht im Auto, denn ich habe einen kleinen Umweg von 1,5 Stunden gemacht. Habe jemanden besucht, den ihr auch kennt, der ja früher bei Club Trainer war, der jetzt
in Arkansas wohnt und ja, jetzt hier wohnt. Hier, den Hund. Hey, ich glaube, du bist zum ersten Mal im Vlog. Hast du irgendwas zu sagen? Nee. Okay. Sein Hund und das ist er, Brandon. Was geht ab? Wie geht es dir? Gut? Gut. Something else you want to say? Gut. Okay. Ja. Also ihr habt es gehört. Ja. Ihm geht's gut. Er wohnt jetzt hier. Er hat auch die Farbe gewechselt. Und ich habe seine alte 250er Zweitakt gekauft gehabt, bevor ich nach Deutschland gegangen bin. Und die stand noch hinten in meinem Transporter drin. Und dann dachte ich, hier ist sie übrigens. Dann dachte ich, hey, ich bin auf dem Weg und da kann ich ja eigentlich auch mal bei dir anhalten und wir können ein bisschen zusammen fahren. Und das machen wir heute auch. Und dann geht's morgen weiter. Also wir haben Motorräder fertig gemacht und jetzt gehen wir mal hier irgendwo in der Gegend, gibt es so eine Strecke. Aber was mich erwartet, keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Alright, wir sind eine anderthalbe Stunde zum Training gefahren und ich habe die amerikanischen Strecken ein bisschen vermisst, weil guck mal, es ist alles frisch gekruppert. Es gibt ziemlich viel große Sprünge hier, die ganze Strecke geht praktisch hier hinten lang, da hinten gibt es eine Waste Section, es ist gewässert, es ist gekruppert, es ist schön wieder in Amerika zu sein. Okay, genug geredet. Jetzt gibt's Action. Mal wieder nach zwei Tagen nur im Auto sitzen, sich bewegen, Motorrad fahren, Zeit mit Freunden zu verbringen. War auf jeden Fall schön, Motorräder sind gewaschen, ich habe meins wieder eingeladen und jetzt geht's weiter. Bevor es weitergeht, guckt mal hier rein. Vorne ist alles voll, hinten sind zwei Fahrräder, ein Motorrad und ja. Ich denke, dass ich etwas überladen bin, aber überladen gibt es in Amerika nicht. Nächster Stopp ist bei einer ganz besonderen Person, die ihr auch schon alle kennt. Also einsteigen, los geht's. Ich bin heute mal Beifahrer, denn ich habe mir einen Fahrer geangelt, eine hübsche Fahrerin sogar. Grüße, hallo. Hallo. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich habe Jaycee besucht, beziehungsweise sind wir jetzt, sie hat mich überredet, zu Hot Yoga zu gehen, also Yoga in warmen Temperaturen, sprich sind wir so ungefähr auf 30, 40 Grad hochgeheizt und da gehen wir jetzt mal hin und dann fahre ich weiter. Ich nehme noch 1-2 Koffer mit von ihr, denn wir werden jetzt zusammenziehen. Und wohin? Ach, das erzähle ich euch gleich. Wir gehen jetzt erstmal zum Yoga. Alright, Yoga ist durch. Ich habe mich von Jaycee verabschiedet. Die sehe ich erst in der Woche wieder, weil sie noch arbeiten muss und ich mich schon auf den Weg machen muss. Ich verrate euch jetzt einfach. Also, Ziel ist, beziehungsweise jetzt darf ich noch
20 Stunden Auto fahren, nachdem ich schon 17 Stunden gefahren bin. Das ist also genau die Distanz, die man benötigt, um von einmal Ostküste rüber an die Westküste zu fahren. Denn ich gehe nach Kalifornien. Ich ziehe nach Kalifornien. War eine Entscheidung, die mir nicht sehr leicht fiel, weil es eben dort sau teuer ist. Wir sind im zweitgrößten Staat der USA, Texas. Falls ihr euch fragt, welcher größer ist, es ist Alaska. Ich musste auch erst nachgucken, weil ich dachte, wir sind im größten Staat von Amerika. Das ist übrigens auch der 6. Staat, den ich bereise. Und ja, im Grunde genommen sind die Staaten hier so, als ob ihr von Deutschland nach Österreich nach Italien fahrt, hättet ihr praktisch 3 Staaten bereist statt 3 Länder. Ja. Weit und breit. Nichts bis gar nichts. Nur geradeaus und ja. Mehr gibt's nicht. Texas, da bin ich jetzt eine Weile und dann geht's nach New Mexico. Ich guck mal weiter geradeaus. Was beim Reisen immer ein echtes Problem ist, ist Essen. Denn als Athlet muss ich gesund essen und selber koche ich auch gerne und würde behaupten, dass ich ziemlich gesund esse. Aber wenn man auf dem Weg irgendwo hin ist, ist es halt wirklich schwierig. A, hat man nicht die Zeit, in irgendein gesundes Restaurant zu gehen, beziehungsweise das erstmal zu suchen oder zu finden. B, ja, bleibt da meistens nur Fast Food, aber zu McDonald's oder irgendwelche anderen Sachen gehe ich nicht, weil es einfach nicht gesund ist. Von daher bleiben nicht viel Auswahlmöglichkeiten. Bailey hat es da ein bisschen einfacher, der kriegt nur sein Trockenfutter. Ich bin heute mal, es ist auch nicht das Gesündeste, aber Panda Express ist zumindest einigermaßen okay mit ein bisschen Brokkoli, Hähnchen und Reis. Chipotle ist noch auf meiner Liste und ja, viel gibt's nicht, aber da muss ich jetzt mal durch die nächsten paar Tage und dann wird es wieder Zeit, gesund zu essen. Also guten Appetit. Nach einer ziemlich stürmischen Nacht mit Windböen, die selbst den Transporter hin und her geschaukelt haben, bin ich jetzt in New Mexico, gerade durch Albuquerque durchgefahren, beziehungsweise habe ich da heute Nacht geschlafen. Es ist sau hoch hier, was ich nicht wusste, also sau hoch. 5500 Fuß, also um die 1700 Meter. In der Nacht ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber guck mal, es sind Berge und es ist zwar alles ziemlich weit geradeaus. Übrigens, ich fahre gerade 130 km/h und der LKW zieht mir gerade weg. Ja, also es ist ziemlich bergig gewesen heute Nacht. Ich hätte die Berge gerne mal im Hellen gesehen, weil ich glaube, das wäre echt cool gewesen, durch so eine Landschaft zu fahren. Aber ja, jetzt geht's noch 600 Meilen geradeaus, sprich nochmal 1000 Kilometer geradeaus und dann bin ich auch schon da. Nach New Mexico kommt jetzt der 8. Bundesstaat, ich glaube aber 8. Bundesstaat, den ich bereise.
und wir sind in Arizona. Das ist auch mein nächster Stopp. Ich muss schon ein bisschen grinsen. Wieso, weshalb, warum, erkläre ich euch doch alles gleich in 5 Stunden. Keine Sorge, ihr müsst nicht die ganzen 5 Stunden hier dranbleiben. Ich spule einfach mal vor. Was man natürlich auch merkt, dass man kurz vor Kalifornien ist. Ich habe noch an der Ostküste und selbst in Oklahoma für umgerechnet 82 Cent den Liter getankt. Jetzt sind wir schon bei 1,07 Dollar. Und in Kalifornien geht es nochmal weiter nach oben. Ja, ich weiß, immer noch besser als in Deutschland, aber der Kleine hat auch mehr Durst als die deutschen Autos. Also geben und nehmen. Aber ja, wäre ja auch schlimm, wenn wirklich alles so viel besser ist. Apropos besser, das Wetter ist definitiv besser als in Deutschland. Ich bin endlich in Arizona angekommen, hab auch schon mein Motorrad geholt, bin auch schon auf der Strecke, um das mal zu probieren, denn das Motorrad wird nicht das Motorrad sein für die Supercross-Saison, sondern das Motorrad da ist eine 125er Zweitakt mit allen geilen Sachen dran. 125er Zweitakt, wieso, weshalb, warum? Ich werde beim Red Bull Straight Rhythm dabei sein, fürs Solitaire Yamaha Team. Und ja, mein Vertrag ist erstmal nur fürs Red Bull Straight Rhythm, was okay ist. Denn danach brauche ich eh was anderes als eine 125er. Aber seht einfach selber, für alle Zweitakt-Fans. Seht selber. Es ist ein komplett gemachter Motor da drin. FMF hat einen Auspuff geliefert, sogar einen Shorty und das Motorrad hat Dunlop-Reifen, gemachtes Fahrwerk, was für Supercross ganz gängig sein soll. Und ja, alles andere wird sich dann auf der Strecke zeigen. Für alle, die sich jetzt fragen, Red Bull Straight Rhythm, was ist denn das überhaupt? Ein Event, wie es der Name schon sagt, kreiert bei Red Bull. Ist praktisch in Einladungsrennen, das heißt, nicht jeder kann dabei sein. Umso cooler ist es, dass ich dabei bin. Und das Krasse dabei, es ist am Strand, also direkt am Strand, in Kalifornien, am Huntington Beach. Was mich da erwartet, weiß ich auch noch nicht, weiß glaube ich noch keiner. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ja, ich würde jetzt mal sagen, ich ziehe mich um. Fahr mal eine Runde und dann schauen wir danach mal, wie es weitergeht, beziehungsweise danach geht die Reise ja nach Kalifornien weiter. Und apropos Red Bull Straight Rhythm, gibt es auf Red Bull TV zu schauen und gibt es auch dann in 2 Wochen im nächsten Vlog. Also einschalten. Ich
ziehe mich jetzt erstmal um. Wir sehen uns gleich. Okay, Training ist durch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die 125er ist definitiv gut gemacht. Leider kann ich euch noch kein Bildmaterial geben, denn es sind noch ein paar Sachen mit Sponsoren ungeklärt, wie zum Beispiel Klamottendeal und andere Sachen, auch designmäßig vom Motorrad und. Weiß ich gar nicht, ob ich euch das Motorrad überhaupt zeigen durfte. Falls nicht, ups. Eine Sache möchte ich euch nicht vorenthalten, denn ich habe heute mal gemerkt, wie es ist, wenn ein Zweitakter zu mager ist und du einen Sprung anvisierst, der ziemlich groß ist für die 125er, aber seht und hört einfach selbst. Also ihr seht selbst, ich hatte meine Hose ganz schön voll, denn es war ein weiter Sprung und angefühlt hat sich das, als ob ich so fliegen würde. Es hat auf jeden Fall wahnsinnig Spaß gemacht, auch wenn 38 Grad sind und ich nicht mehr aufhöre zu schwitzen. Ich gehe jetzt ins klimatisierte Auto und fahre nochmal 5 Stunden und dann bin ich endlich da in Kalifornien. Let's go. Übrigens ist mir gerade eingefallen, dass ich heute den ganzen Tag mit meiner alten Kollektion gefilmt habe. Es gibt eine neue Kollektion, es gibt neue coole T-Shirts, die nicht nur cool aussehen, sondern ihr mir da auch weiterhin wahnsinnig viel helft. Meine ganze Amerika-Reise ist es ja nicht. Mein Projekt Amerika weiter am Leben zu erhalten und zu unterstützen. Und ja, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt geht's nach Kalifornien. Wisst ihr schon wohin? Wie ihr im Hintergrund unschwer erkennen könnt, ich bin endlich in Kalifornien angekommen. Und wer meine Vlogs aufmerksam verfolgt, weiß, der Hintergrund hat was mit Full Pro MX zu tun. Da bin ich nämlich gerade gelandet. Da halte ich mich auf, so bis ich irgendwie mal was Eigenes gefunden habe. Full Pro MX, wer sich jetzt fragt, was ist denn das? Hier unten den Link klicken, denn da gibt es ein Video. Da habe ich das schon mal erklärt, was das alles ist. Was Jens hier so macht, was ihr hier für einen geilen Traumurlaub haben könnt. Und das Gute ist, im Dezember und ein paar Plätze im Februar sind, glaube ich, noch frei. Guckt einfach mal auf die Seite und mit ein bisschen Glück seht ihr mich nicht nur hier rumspringen, sondern könnt auch mit mir zusammenleben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht so genau. Das müsst ihr entscheiden. Also, wie gesagt, ich bin endlich angekommen. Es waren, ich glaube, insgesamt 4600 Kilometer. 4300 Kilometer, glaube ich. 41 Stunden Autofahrt. Ein Ritt, den ich nicht unbedingt nochmal machen will. Insgesamt über 600 Liter Sprit verbraucht. Was jetzt mein Bankkonto nicht so erfreut. Denn vorhin habe ich noch gesagt, Spritpreise sind hier so schön. Hier in Kalifornien ist es ungefähr fast das gleiche wie in Deutschland. Also, ja, aber es sind 30 Grad, Sonne und ich habe so einen geilen Sonnenuntergang. Also, beschweren ist, glaube ich, heute überflüssig. Ja, vielen Dank, dass ich euch mitnehmen durfte. Wie gesagt, es gibt neuen Merch, wo ihr mich weiterhin unterstützen könnt, und ich bin wirklich über jede kleine Unterstützung dankbar und braucht ihr auch. In 14 Tagen geht's weiter, Red Bull Straight Rhythm auf eine 125er Zweitakt, und da hoffe ich auch, dass ich mal News zu der neuen Supercross-Saison habe, beziehungsweise News, die ich
veröffentlichen kann. gut, genug geredet. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Falls Fragen sind, ihr wisst, unten in den Kommentaren. Ich probiere die schnellstmöglich zu beantworten. Und in diesem Sinne sehen wir uns in 2 Wochen. Bis dann.